Einstieg, Erlebnissteig. Ohne Seilsicherung, vielleicht ein bisschen doof. Aber das geht schon. Kategorie A müsste gehen. Immer schön den Tritt wählen. Dann passt es auch. Nicht überpacen. Kollege ist da? Ich bin hier. Geht schon ordentlich hoch. Aber ich war ohne Seil gut drin. Unten war die eine Stelle. Bisschen kritisch, wo es über den großen Felsen ging. Aber hier geht's wieder gut. Jetzt müssen wir hier zwischendrin hoch. Ich hoffe, dass es oben weitergeht, dass wir umdrehen müssen. So, was kommt um die Ecke? Ich hoffe mal, dass es gleich oben zum Weg geht. Dann ist alles gut. Ah, hier ist schon ein bisschen zerklüfteter. Aber alles gut, alles gut.
Irgendwo war da gerade ein Schild. Murmeltiersteig, Steinburgsteig. Interessant, die sind auch mit rot-schwarz markiert. Wir gehen mal weiter. Zwischen den Felsen hoch. Das Wichtigste ist einfach wirklich einen sicheren Stand halten, nicht so wie jetzt. Und immer eine Hand irgendwo dran, wenn es steil ist. Mal, ob es einen anderen Weg gibt. Sieht nicht so aus. Das heißt, wir müssen da hoch. Da geht's schon ordentlich hoch. Ja, die Seite von unten, da unten waren wir vorhin. Die Seite konnten wir vorher nicht einsehen. Da wusste ich gar nicht, wie es hochgeht. Aber gucken wir mal. Da gibt's einen Tritt. Natürlich auch alles moosig und bewachsen. Soll ein bisschen aufpassen. Da kommen wir schon an eine heikle Stelle. Und ich muss wirklich sagen, das ist mir zu heikel.
da kehre ich lieber wieder um. Ohne Seil muss man das nicht riskieren. Da hat man nur 10 cm Trittbreite. Das riskiere ich nicht. Haben wir zwar Zeit verloren, aber dafür minimieren wir das Risiko. Trotzdem eine saugeile Aussicht. Respekt, Respekt vorm Berg, Leute. A und O. Wer keinen Respekt hat, der verliert sein Leben schneller, als er denkt. Also, Rückmarsch. Abstieg schwerer wie Aufstieg. Leute, denkt dran, wirklich jeden Schritt richtig zu setzen. Und guckt, dass er so nah wie möglich am Berg bleibt. Damit er nicht irgendwie ein Risiko eingeht. Wir sehen uns nachher wieder, wenn ich meinen Kollegen wieder da habe. Bis dann. Ciao.